Thomas Bareis für die CDU-CSU-Fraktion. Ja, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen, meine Herren, liebe Frau Bulling-Schröter, lieber Olli Krischer, mir fiel jetzt viel ein zu euren Themen, die ihr immer bringt. Braunkohlereserve oder Braunkohle verstopfen die Netze, Kernenergie verstopfen die Netze, Energieverhinderungsgesetz wurde vorhin genannt, die Großkonzerne werden gegeißelt. Ihr wisst es besser, das sind nicht die Probleme der Energiewende, das sind nicht die Themen, die uns derzeit bewegen, sondern wir haben andere Probleme, die wir haben. Die werden mit dem Gesetz, das wir jetzt vorgelegt haben, auch adressiert. Ich wünsche mir manchmal etwas eine sachlichere Debatte, gerade auch von den Grünen. Schließlich hat auch euer Ministerpräsident Winfried Kretschmann mitgemacht bei der MPK, mitgemacht. Und schließlich gibt es ja auch den einen oder anderen Mitarbeiter im Ministerium an führender Stelle, der das Gesetz ja mitgeschrieben hat. Auch da würde ich mir ganz gerne mal etwas mehr Sachlichkeit und Mitarbeitern auch von den Grünen hier im Parlament wünschen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich will noch mal die Erfolge der Energiewende auch noch mal darstellen. Weil ich glaube, das ist etwas, was hier immer wieder, auch gerade von Seiten der Grünen und der Linken, kaputt geredet wird. Wir haben heute schon einen Riesenerfolg, was den Aufbau von erneuerbaren Energien angeht. 33% unserer Stromversorgung basiert auf erneuerbaren Energien. Wir haben uns Ziele vorgenommen, die keine andere Industrienation dieser Welt sich so vorgenommen hat. Und wir sind erfolgreich. Wir haben beispielsweise nur mal drei kleine Themen herausgegriffen im Bereich von Offshore. Haben wir das Ziel, bis 2020 7,5 Gigawatt aufzubauen. Bis 2030 wollen wir 15 Gigawatt aufbauen. Das heißt, dass wir 50% des europäischen Marktes für Offshore hier in Deutschland haben werden. Das ist ein Riesenerfolg. Wir sind hier Marktführer in Europa und damit auch Schrittmacher für die Welt. Wir haben auch den Exportanteil im Offshore-Bereich enorm erhöht. Wir sind derzeit 20%. Wir wollen in den nächsten Jahren weitergehen. Auch hier werden wir mit unserer Technologie andere Länder bei der Energiewende helfen. Im Bereich Onshore, Windenergie, die Windräder auf Land, haben wir einen Zubau in Deutschland 2014, der rund ein Drittel des gesamteuropäischen Ausbaus ausmacht. Auch hier sind wir Marktführer in Europa, auch da sind wir Spitze. Der Exportanteil im Übrigen bei Wind Onshore liegt bei 60%, also 60% unserer Windräder, die hier gebaut werden, werden exportiert. Auch das zeigt, dass wir erfolgreich sind und die Produkte, die wir hier bauen, nicht nur für uns nutzen, sondern auch für andere Länder zum Erfolg führen. Und auch bei der PV, bei Solarenergie, wo viele ja sagen, da würgen wir die Energiewende ab, haben wir heute 40 Gigawatt von 100 Gigawatt in Europa, die wir haben. In Europa sind auch hier Weltmarktführer, sind wir Führer im Aufbau von erneuerbaren Energien. Und ich glaube, auch das ist etwas, was man wieder herausstellen kann. Andere Länder haben in den letzten Jahren anders reagiert auf die Herausforderung. Tschechien hat beispielsweise für Bestandsanlagen die Vergütung komplett eingestellt. Spanien schafft Einspeisevergütungen faktisch ab seit Juli 2013. Und die Briten wollen Windkraft an Land nicht mehr fördern seit letzten Jahres. Also das zeigt, dass wir andere Schlagzeilen für erneuerbare Energien produzieren. Und ich glaube, auch da sollten wir alle hier im Hause stolz darauf sein, dass wir die Energiewende Stück für Stück voranbringen, meine sehr verehrten Herren. Ich möchte zwei Punkte herausgreifen aus dem Gesetz, die Kollege wichtig Bareis, wären. Gerne. Gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung der Kollegin? Sehr gerne, ja. Bitte. Herr Bareis, Sie haben ja gesagt, die Energiewende Schritt für Schritt voranbringen und Sie erwähnen ja hier im Plenum auch immer gerne das Thema Energieeffizienz, wie wichtig das ist, damit das Ganze gelingt. Und ich wollte noch mal rückfragen, wie das jetzt in der Koalitionsfraktion weiter diskutiert wird, was die besondere Ausgleichsregelung angeht. Denn wir haben ja aus den Medien erfahren, dass es eine große Debatte darüber gibt, dass privilegierte Unternehmen lieber absichtlich Energie verschwenden, um aufgrund ihrer Stromkostenintensität quasi, also damit die entsprechend hoch ist und damit sie da weiter von den Befreiungen Anspruch nehmen können, anstatt eben vernünftig in Energieeffizienz zu investieren. Und das wird ja dann eben von den anderen Stromkunden quersubventioniert, also auch von den kleinen Unternehmen, die eben nicht befreit sind, und von den privaten Verbrauchern. Jetzt habe ich mit großer Freude zur Kenntnis genommen, dass das Land Baden-Württemberg, Sie kommen ja auch aus Baden-Württemberg, im Bundesrat zur Abstimmung gestellt hat, dass man genau an diesem Punkt im EEG nachbessert, was die besondere Ausgleichsregelung angeht, um nämlich genau den Anreiz für Unternehmen zu erhöhen, dass sie auch tatsächlich in Energieeffizienzmaßnahmen investieren. Werden Sie sich dafür einsetzen, dass dieser Vorschlag aus dem Bundesrat vom Land Baden-Württemberg entsprechend hier umgesetzt werden kann?
Also Frau Linden, ich bin Ihnen dankbar für die Frage, weil im Bereich Energieeffizienz geht es nämlich genauso wie in anderen Bereichen. Hier sind wir eben auch Weltmarktführer. Wir haben es geschafft, als einzige Industrienation in der Welt, dass wir den Ausbau, den Wohlstand unserer Nation entkoppeln von dem zusätzlichen Energieverbrauch. Das hat keine andere Nation geschafft. Wir haben es geschafft, die letzten 20 Jahre unseren Energieverbrauch um 6% zu reduzieren, während unser Bruttoinlandsprodukt um 30% gestiegen ist. Auch das ist ein großer Erfolg, auch unserer Industrie und unserer Wirtschaft. Und deshalb wollen wir auch diejenigen Unternehmen, die in Energieeffizienz investieren und es geschafft haben, ihren Anteil an Energie Stück für Stück zu reduzieren, die wollen wir nicht bestrafen, sondern wir wollen, dass die auch entsprechend von der besonderen Ausgleichsregelung profitieren können. Das war der Grund dieses Gesetzes, des Veränderungsgesetzes. Das haben wir auch geschafft und ich glaube auch, das sind wir auf dem richtigen Weg und das werden wir auch so entsprechend umsetzen. Den werden wir prüfen. Ja, meine Damen und Herren, ich will aber zu zwei Themen kommen, die mir sehr wichtig sind in diesem Gesetzentwurf, weil ich glaube, dass die auch etwas Neues auch für die nächsten Jahre auch entsprechend bieten werden, was entscheidend sein wird für das Gelingen der Energiewende. Das Thema der Ausschreibung, wir werden einen Systemwechsel einleiten, das heißt, wir werden wegkommen von der starren EEG-Umlage, wir werden hingehen zu einer Ausschreibung, die auch wiederum dazu führt, dass wir einerseits die Mengensteuerung in den nächsten Jahren konsequenter umsetzen können, dass wir wirklich auch noch dort investieren, wo wir auch wirklich Bedarf sehen. Und zweitens werden wir die Preise für erneuerbare Energie nicht mehr hier im Deutschen Bundestag festsetzen, sondern werden per Ausschreibung auch dafür sorgen, dass der Markt den Druck auf erneuerbare Energien dann entsprechend ansetzt und wir dort auch nochmal enorme Potenziale auch für uns heben. Ich glaube, hier haben wir einen großen Schritt gemacht. Wir haben schon lange diese Ausschreibung gefordert. Hier werden wir jetzt auch wirklich großen Schritt vorangehen. Wir haben immer von Kritik gehört an der Ausschreibung. Ich kann nur sagen, die Ausschreibung funktioniert. In Dänemark funktioniert sie einwandfrei. Hat sogar dazu geführt, dass Offshore entsprechend günstiger geworden ist und dass Offshore in Dänemark 5 Cent günstiger ist als beispielsweise in Deutschland. Und wir haben ja hier auch in Deutschland Pilotprojekte gemacht im Bereich von PV-Freifläche. Auch hier haben wir gesehen, dass die Ausschreibung funktioniert. Also hier gehen wir einen großen Schritt voran und bringen die erneuerbaren Energien in den Markt. Sie können heute schon laufen, sie können heute schon sich dem Markt stellen. Und ich glaube, auch das wird für uns nochmal einen großen Schritt nach vorne bedeuten. Der zweite Punkt ist die Synchronisation zwischen Netzausbau und erneuerbaren Energien. Auch hier wollen wir mehr den Anforderungen, die wir haben, gerecht werden. Einerseits haben wir ja einen schnelleren Ausbau von erneuerbaren Energien als gedacht und andererseits haben wir leider im Bereich von Netzausbau, auch das haben wir schon gehört, derzeit noch nicht die Geschwindigkeit, die wir brauchen. Und Olli Krischer, wenn du vorhin gesagt hast, dass wir hier in Bayern die großen Verhinderer haben, ich kann dir sagen, in Niedersachsen haben wir seit 7 Jahren keine einzige neue Leitung genehmigt. Also auch hier sieht man, dass andere Bundesländer genauso restriktiv handhaben. Ich glaube, hier müssen alle an einem Strang ziehen, dass wir die Netze ausbauen. Wir brauchen 8.000 Kilometer in den nächsten Jahren. 700 haben wir davon gebaut, also gerade mal 9%. Das ist zu wenig und da müssen wir mehr tun, weil sonst werden die erneuerbaren Energien nicht an den Markt kommen. Und das wäre ein ganz, ganz großer Fehler. Wir müssen das tun, um Kosten entsprechend einzudämmen. Wir müssen es tun, dass wir auch die Versorgungssicherheit in den nächsten Jahren weiter auf hohem Niveau halten können. Deshalb brauchen wir die richtigen Instrumente. Ein Instrument ist die Netzengpassgebietszonen, die wir da ausrufen wollen. Diese Netzengpassgebiete werden dafür sorgen, dass dort eher weniger Windräder aufgebaut werden. Ich glaube, das ist wichtig, damit wir hier etwas die Geschwindigkeit drosseln und dann auch wiederum das Netz dann wiederum in den Vordergrund stellen. Ich glaube, es wäre ein Fehler, dass wir das, was die EU-Kommission vorgeschlagen hat, umsetzen, nämlich die zwei Preiszonen. Das wäre gleich nicht das, was wir hier in Deutschland wollen. Es wird den Binnenmarkt konterkarieren und deshalb sind wir ganz klar für die Instrumente, die dafür sorgen, dass wir hier auch wirklich den Netzausbau mit den erneuerbaren Energien synchronisieren. Wir sehen ebenfalls noch Änderungsbedarf im parlamentarischen Verfahren. Wir haben drei Punkte, die für mich oder für uns wichtig sind. Das eine ist sicherlich die Frage der Akteursvielfalt im Bereich von den Energieträgern. Ich glaube, wir brauchen einen breiten Mix an erneuerbaren Energien. Es ist wichtig, dass wir in Wind und Sonne investieren. Wir brauchen aber auch die Wasserkraft, die Geothermie und die Biomasse. Und beim zweiten Punkt bei der Biomasse wird es uns auch wichtig sein, dass wir gerade auch die Kleinanlagen zukünftig noch in die Ausschreibung mit reinholen, dass sie auch eine Chance haben, am Markt zu bestehen. Wir wollen auch bestehende Biogasanlage auch noch eine Fortführung, eine verlässliche Zukunftsperspektive entsprechend geben. Das Thema Eigenstrom ist noch ein großes Thema auf uns, das wir noch einbringen wollen, genauso wie das Thema Akteursvielfalt, aber das wurde ja auch schon von den Kollegen der SPD adressiert.
Meine Damen und Herren, das EEG 2016 ist ein wirklich großer Schritt. Wir werden die erneuerbare Energie in den Markt bringen, wir werden für Verlässlichkeit sorgen im EEG und werden den Netzausbau mit dem Ausbau von erneuerbaren Energien synchronisiert. Ich glaube, es ist ein großer Schritt, wir müssen es anpacken. Die nächsten zwei Wochen werden ambitioniert und ich glaube, das werden wir auch entsprechend gemeinsam anpacken. Herzlichen Dank.